96 Die Grünen hat Frau Kollegin Asch das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen! Ich muss schon sagen, es fällt mir einigermaßen schwer, diesen Redebeitrag aus der CDU-Fraktion ernst zu nehmen und ihm auf einer ernsthaften Ebene zu entgegnen. Das ist ein Ausmaß an Heuchelei, was uns die CDU-Fraktion hier bietet. Das ist nicht mehr seriös zu nennen. Und deswegen stellen Sie sich außerhalb einer Diskussion, die wir daran orientieren, Rot-Grün, dass wir die Bedingungen für Eltern und für Kinder und auch für Erzieherinnen in diesem Land stärken wollen. Sie als CDU-Fraktion haben ein weiteres Mal mit dieser Rede gezeigt, dass Sie kein Interesse an diesem Themenbereich haben. Nicht nur, dass Sie in Ihrer Regierungsverantwortung die Kitas ausgeblutet haben, dass Sie diesen gesamten Bereich der Kinder- und Jugendpolitik an die Wand gefahren haben. Nein, jetzt stellen Sie sich hin und sagen, an weiteren Reformprozessen beteiligen wir uns nicht. Das ist verfehlte Politik. Das ist Politik, die sich gegen Kinder und Jugendliche und Familien richtet. Das ist Politik der CDU-Fraktion. Wir Rot-Grün setzen mit diesem Gesetzentwurf den Prozess fort, den wir bereits mit dem ersten Kiebitz-Änderungsgesetz begangen haben. Wir haben nämlich 2010, als wir die Regierung übernommen haben, den Schalter umgelegt. Wir haben die 5 Jahre der ständigen Kürzung und Deformation im Kinder- und Jugendbereich zurückgenommen. Wir haben gegengesteuert. Wir sind auf dem Weg, die Eltern, die Kommunen, die Kinder zu stärken. Bereits im ersten Kiebitz-Änderungsgesetz haben wir das getan, mit besseren Personalstandards, vor allen Dingen im U3-Bereich. Wir haben das getan mit einer Stärkung der Elternmitbestimmung. Auch dort ist die CDU-Fraktion uns nicht gefolgt. In den letzten 1,5 Jahren stand dann der erfolgreiche Ausbau der U3-Betreuung im Mittelpunkt der Anstrengungen. Die Ministerin hat es eben gesagt, mit einem deutlichen Ausbau es erreicht, dass der Rechtsanspruch in Nordrhein-Westfalen übererfüllt werden konnte. Und das ist ein Quantensprung und das ist eine Riesenleistung. Jetzt werden wir wieder die Qualität in den Einrichtungen verbessern. Und ich möchte einige Punkte herausgreifen, an denen deutlich wird, dass wir substanziell die Situation der Kinder, der Familien, der Einrichtungen und der Erzieherinnen in Nordrhein-Westfalen verbessern. Wir stellen 55 Millionen Euro zur Verfügung für eine sogenannte Verfügungspauschale, mit der zusätzliches Personal finanziert werden kann. Zusätzlich 6.000 Plätze können in den Einrichtungen damit geschaffen werden. Zweitens. Wir schaffen einen neuen Einrichtungstyp, die Plus-Kita, und entgegnen damit der bedrückenden Kinderarmut, die überall in Deutschland noch auf einem Niveau ist, das wir so gemeinsam nicht hinnehmen können. Wir werden mit diesem neuen Einrichtungstyp vor allen Dingen Kinder aus benachteiligten Familien fördern, und wir sorgen dafür, dass diese Kinder bessere Startchancen in ihr Leben für ihre Bildungsbiografie bekommen. Und das ist wichtig, dass sie ausbrechen können aus der vererbten Armut und aus der Armutsspirale der benachteiligten Familien. Drittens. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen im Gesetzentwurf wird eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Wir haben eine Regelung geschaffen, dass Kinder, die außerhalb ihrer Gemeindegrenzen in einer zum Beispiel Betriebskita oder in einer Einrichtung mit einem besonderen Profil betreut werden sollen, dass dort die Kosten auch entsprechend übernommen werden. Und viertens, ganz wichtig, wir haben die Sprachförderung in Angriff genommen. Wir werden sie neu aufstellen. Wir hatten eine Anhörung in der letzten Woche hier im Raum. Und diese Anhörung hat sehr deutlich gezeigt, dass Delphin 4 nicht den Anforderungen entspricht, die an eine objektive, an eine valide Sprachstandserhebung gestellt werden müssen. Mit diesem Test werden nicht die Sprachkompetenzen der Kinder erhoben, sondern es wird vielmehr die Stressresistenz der Kinder getestet. Das wollen wir ändern.
Wir werden ein Beobachtungsverfahren, was von den Erzieherinnen selbst durchgeführt wird, entwickeln und den Einrichtungen die Möglichkeit geben, dass die Kinder kontinuierlich beobachtet werden und dass kontinuierlich der Sprachstand festgestellt wird und dass dann entsprechend adäquat die Kinder in ihrer Sprache gefördert, in ihrer Sprachentwicklung gefördert werden. Meine Damen und Herren, all diese Maßnahmen, auch das muss gesagt werden, finanzieren wir als Land alleine. Wie schon beim ersten Kiebitz-Änderungsgesetz sind die Kommunen nicht bereit, diese Verbesserung mitzutragen. Wir bedauern das sehr, weil wir mittlerweile auch mit dem zweiten Kiebitz-Änderungsgesetz, mit dem Belastungsausgleich, 53% als Land, 53% an der Kita-Finanzierung jetzt schultern. Das ist eine Unwucht und sie entspricht nicht der gesetzlichen Verantwortungszuweisung, die nämlich die Verantwortung für die frühkindliche Betreuung den Kommunen übertragen hat. Das müssen wir mit den Kommunen diskutieren, dass wir zukünftig wieder in eine paritätische Finanzierungsform für unsere Kindertageseinrichtungen zurückkehren. Und ein weiteres: Wir erwarten vom Bund, dass er sich beteiligt an dieser wichtigen Aufgabe Kindertagesbetreuung. Und wir erwarten, dass das, was versprochen wurde in der Koalitionsvereinbarung des Bundes, dass nämlich 6 Milliarden Euro tatsächlich dann den Ländern und den Kommunen zur Verfügung gestellt werden und dass es nicht, wie sich das jetzt ja bei der Eingliederungshilfe abzeichnet, bei hohen Versprechungen bleibt. Der Bund ist gefordert, auch seinen Finanzierungsanteil für die frühkindliche Bildung zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und ich bin sehr gespannt darauf, ob über diese Mäkeleien und unrichtigen Sachdarstellungen der CDU hinaus es Gestaltungsvorschläge und substanzielle Vorschläge aus der CDU-Fraktion zu diesem Gesetzentwurf geben wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Hafke.